Willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Abenteuer von Aragorn und seinen Freunden Legolas Grünblatt und Gimli von den Eisenbergen, wie auch immer. Mann, ist das schön. Okay, wir machen weiter und haben unsere Freunde gefunden und wollen jetzt zurückkehren nach Bruchtal, wo höchstwahrscheinlich der Rat bzw. Was ist das denn jetzt da vorne? Oh, da wird aber gerade Bruchtal nachgeladen hier. Wo, ja. Ne? Die Ratssitzung auf uns wartet, in Anführungszeichen. Wie heißt das nochmal? Die Sitzung der Vereinigten Völker, die... Wie nennen die sich nochmal? Egal, das, wo auf jeden Fall die Gefährten bestimmt werden, mein Gott. Wir haben nur vorher noch die Nebenaufgaben, die werden wir auch auf jeden Fall machen. War ja klar, dass wir hier in diesem wunderschönen, riesigen Gebiet... Ah, was ist das denn? Sind das fliegende Blumen? War ja klar, dass wir hier in diesem wunderschönen Gebiet auf jeden Fall noch ein paar Nebenaufgaben haben, oder? Die wollen wir natürlich auch machen. Und so möglichst viel aus dem Spiel rausholen. Ich find's immer noch lustig, dass ihr irgendwie, finde ich, ein schöneres Bild habt als ich. Irgendwie, ich glaube, mein Monitor ist nicht für PlayStation 3 gemacht. Zack. Eile. So. Ich finde es aber einfach großartig, dass man sich entschieden hat, Aragorns Schauplätze alle zu machen. Es ist einfach so großartig, weil Aragorn sieht die auch total viel. Jetzt gibt man natürlich nochmal die Abenteuer von Legolas, die Abenteuer von Gimli, die Abenteuer von Gandalf. Das ist einfach cool. Okay, da ist die Nebenaufgabe. Ne! Hallo, Streicher. Danke, dass du auf meinen Neffen Frodo aufgepasst hast. Er ist mir sehr lieb, weißt du? Und der Soundtrack ist auch einfach geil, oder? Der sieht auch aus wie Bilbo so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Ich wollte ihm mein altes Schwert und das Kettenhemd geben, aber ich kann beides nicht finden. Wenn du sie finden solltest, könntest du sie mir dann wiederbringen? Du solltest mit den Elben reden. Die könnten wissen, wo sie sind. Ach, so war das in der Herr der Ringe, die Gefährten. Ja, der hat sie gar nicht direkt gefunden. War ja klar. Ich glaube, der Spielsound ist zu leise, ne? Tut mir sehr leid, ich habe da gerade dran rumgefummelt. Finde Bilbos Kettenhemd und stich das Schwert. Gimli, Sohn des Gläuen. Ich reiste einst mit deinem Vater zum einsamen Berg. Ja, kleiner Cliffhanger zu der Hobbit. Nicht entdeckte Aufgabe, da haben wir Rückkehr zu Elrond. Wir wollen natürlich Gandalfs Artefakt. Gartenmerkmal. Wir wollen natürlich die Nebenaufgabe machen, bevor wir zu Elrond gehen, das ist ja klar. Stich! Oh. Red mit den Elben, hat er gesagt. Der Soundtrack ist echt geil hier, ne? Mein Gott. Hallo! Bilbo nimmt immer ein Schwert mit, wenn er spazieren geht. Gestern sah ich ihn mit dem Schwert bei dem großen Baum an der Brücke. Vielleicht hat er es dort verloren. Alter, hat sein Gesicht rumgeglitscht. War das gruselig. Suche nach Bilbo Schwert auf der anderen Seite der Brücke von Bruchtal. Jetzt haben wir eine Markierung. Okay, dann brauchen wir jetzt noch einen anderen Elben, der uns sagt, wo wir das Mithril-Hemd finden können. Dann hätten wir ja eigentlich die Infos schon zusammen, oder? Stich, Stich. Können wir mit denen auch reden? Oh. Wir können sogar über die Mauer laufen, Mann. Das ist einfach so cool. Hallo! Bilbo hat einen unserer Schmiede gebeten, sein Kettenhemd für ihn zu polieren. Als ich den Schmied das letzte Mal sah, war er beim westlichen Wachturm. Du solltest deine Suche dort beginnen. Natürlich beides draußen, ne? Der Schmied kann nicht in der Schmiede sein, wo nachher übrigens Andorin neu geschmiedet wird. Nein, er muss natürlich draußen sein. Gut, wir gehen mal direkt auch zur anderen Nebenaufgabe, weil dann haben wir vielleicht beide auf einmal, wenn beide draußen stattfinden sollten. Ist das bei Arwen? Nee, ne? Die war noch weiter oben, glaube ich. Unsere Hobbits? Hey, wo ist denn die? Hallo? Hier. Aragorn, wir brauchen deine Hilfe. Bruchtal ist nicht mehr sicher. Eine Gruppe von Kundschaftern soll am Fluss Bruinen verloren gegangen sein. Such am Fluss im Westen nach den vermissten Kundschaftern.
Okay, drei Ziele, ein Aragorn, eine Klinge und ein geiler Soundtrack. Ach Mann. Ja, jetzt bin ich aber froh. Ich bin froh, dass ich das Spiel damals nicht auf der PlayStation 2 gespielt habe, weil das wahrscheinlich alles ein bisschen versaut hätte. Mit der 360p Auflösung. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu... Wobei, ne, man muss sagen, ja, es ist keine unglaublich gute Portierung. Es ist eine sehr Wii-mäßige Portierung, aber es ist trotzdem ein süßes Spiel. Ne? Wenn man jetzt auch einfach gar nicht für die PlayStation rausbringen können, wärt ihr dann zufrieden gewesen? Untersuche, was unter dem Baum an dem Bilbo angehalten hatte, um zu essen, lagen Krümel. Bilbos Fußspuren führten weiter den Hügel hinab. Woher weiß Sam das eigentlich? Der war auch gar nicht dabei. Oh, das war gerade der Gamebreaker, ne? Aragorn läuft so cool mit dem Schwert. Also Aussagen wie, keine Ahnung, es steckt keine Liebe im Spiel, die kann ich nicht verstehen. So ekelhaft sein. Aha. Na, guck mal hier. Bilbos Schwert Stich. Trotz ihres Alters war die Elbenklinge immer noch scharf und sie glühte blau, weil hier gerade Orks kommen. Au. Was ist los mit dir? Hör auf damit. Okay, ich muss ausweichen, wenn angespuntet kommt. Ich habe übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, sehen wir ja gar nicht, oder? Spiel beenden. Ich habe die Schwierigkeit hochgestellt auf König. Na. Du hast Atelas gefunden. Deine Gesundheit wird 30 Sekunden lang wiederhergestellt. Guck mal hier, ein Trollo. Au, okay. Mein Gott. Toter Trollo. Okay, das war das Schwert Stich. Die Geschichte von Stich beginnt ja auch schon während der Hobbit. Ich meine, ich muss jetzt irgendwie die lange Laufzeit füllen, ne? Ihr müsst mir jetzt entschuldigen, dass ich jetzt ein bisschen hin und her fasel. Die Geschichte von Stich beginnt ja schon in der Hobbit, wenn Bilbo und die Zwerge, die zum einsamen Berg marschieren, auf ein paar Trolle stoßen. Die Trolle werden dann mit Hilfe von Gandalf versteinert, darum geht es auch gar nicht. Und in deren Höhle findet sich eine wunderschöne lange Klinge, Glamdring ihr Name. Und ein kurzes Schwert, vielleicht gerade mal ein Zahnstocher für die Trolle oder halt ein Dolch für Elben. Und das ist die perfekte Waffe. Eine zierliche Locke. Glänzende Mithrils lag im Gras. Okay. Ja. Ne? Ein Dolch für die Elben. Und das war dann im Nachhinein die perfekte Waffe für ein Hobbit. Für Bilbo. Der so im Nachhinein dann sein Schwert Stich bekommt. Und das Besondere an Stich ist, es leuchtet blau, wenn Orks in der Nähe sind. Okay, wir folgen jetzt gerade den Elbenspuren. Unverwundbar. Okay. Tschüss. Tschüss, sag ich nur. Ich sag nicht, die sind tot. Das wäre irgendwie zu traurig.
Bilbos Mithrilkettenhemd. Okay, oder wir finden doch sein Mithrilkettenhemd. Ein glitzerndes Mithrilkettenhemd lag im Schilf. Überall lagen Goblin-Pfeile herum, aber von dem Elben war nichts zu sehen. Hä? Was ist die Elben mit dem Kettenhemd zu tun? Okay. Das ist hochgradig interessant. Wir müssen ja dann auf jeden Fall nochmal rechts. Rechts? Weil wir hier irgendwo... Einen Moment. Mir wurde gerade gesagt, dass der Schmied ja das Hemd mitgenommen hat, das Mithrilhemd, und dass er jetzt nicht da ist am Ufer, zeigt ja eigentlich, dass er vielleicht tot ist. War da auch noch, habe ich das übersehen von Gimli? Ich meine, dass wir das von Gandalf nicht mitnehmen konnten, war, weil da eine Rune dran war, so ein Zaubergedöns. Aber das von Gimli müssen wir noch mitnehmen können, oder? Ich laufe mal ganz kurz durch. Stich! Okay, irgendwo in irgendeinem Gefäß drin. Alles klar. Tschö. Ja, wir müssen jetzt nicht alle nochmal töten. Ne? Hier waren wir schon, das kennen wir alles schon. So tut sich ja nicht viel. Dim, dim, diddledim. Ist, glaube ich, auch alles stark im Nachhinein. Ne? Also wenn ich mir das Spiel jetzt an Release für 60 Euro gekauft hätte. Ja, nur mal angenommen. Und ich hätte jetzt eine Woche vorher der Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde auf dem Computer gespielt. Und der Herr der Ringe die Rückkehr des Königs, das mit diesen echten Filmszenen auf dem Computer oder auf der PlayStation 2, was weiß ich denn. Na, ja, ist glaube ich älter, ne? Ist ja egal. Dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht davon, dass das Spiel so, ja, grafisch eben nicht dem Alter entspricht, weil auf der PlayStation 3 waren ja wirklich Grafikkracher möglich. Siehe Beyond Two Souls, siehe Heavy Rain, siehe Uncharted, ne, und so weiter und so fort, siehe Killzone. Und ich denke mal, deshalb ist es vielleicht ein bisschen, ne, ich habe jetzt 1 Euro für bezahlt, ist ein Schnäppchen, und dafür ist das auf jeden Fall wert. Streicher konnte an ihren Spuren erkennen, dass eine Gruppe Elben den Fluss überquert hatte. In dem Augenblick kamen sie aus dem Wald am gegenüberliegenden Ufer, verfolgt von Orks. Mit deinem Bogen, okay. Aragorn, diese Elben brauchen unsere Hilfe! Sehr interessantes, also man sieht hier auch, ne, das ist gemacht für die Wii. Zum Ziel mit dem Wii-Remote, ne. Es ist alles ein bisschen schlecht portiert, würde ich mal sagen. Also hier wäre natürlich ein Fadenkreuz perfekt gewesen für die PlayStation. Als die Orks besiegt waren, überquerten die Elben den Fluss, um mit Streicher zu sprechen. Du hast unseren Dank, Aragorn, aber ich muss dich noch einmal um deine Hilfe bitten. Ein Stoßtrupp Orks überquert den Flussruinen im Norden. Ich wusste gar nicht, dass der Bogen von Legolas ein Dauerauftrag war oder ein Großauftrag war. Sieht alle aus wie die Bögen von Legolas. Kannst du helfen, sie zurückzuschlagen? Selbstverständlich helfen wir. Gut, dann komme ich mit dir. Ernsthaft? Jetzt müssen wir mit allen zusammenlaufen? Das ist ja krass. So, Entschuldigung, musste gerade noch was klären. Wo sollen wir jetzt hin? Da oben? Ach, hör auf. Genau da, wo wir herkommen. Ja, ich sag ja, das ist, ne, perfekt. Wie gesagt, ich muss jetzt immer so ein bisschen Lücken füllen, ne? Kingdoms of Amalur, ein wundervolles Spiel. Kingdoms of Amalur ist ein unglaublich gutes Spiel, was leider, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist. Und deshalb sind die auch insolvent gegangen, die Entwickler. Aber es ist ein wirklich unglaublich geiles Spiel. Es ist quasi das perfekte MMO offline.
aber auch mit einer guten Handlung eigentlich. Es ist richtig cool. Kann ich jedem nur empfehlen, aber spielt es nicht auf der 360, da sieht es furchtbar aus. Ja, da ist es auch so, dass man quasi ein Gebiet komplett erkunden kann. Man läuft überall hin, geht in alle Höhlen rein, nirgendwo ist was. Nirgendwo sind Aufgaben, nirgendwo sind NPCs. Dann kommt man in eine Stadt und dann kann man die ganzen Höhlen nochmal abgrasen, was man diesmal dann Questwiederum finden kann. Wer ist das denn? Au, Junge! Na, und das ist so ein bisschen in Skyrim zum Beispiel ganz cool, oder in Fallout 4, oder keine Ahnung, in Arcania Gothic 4, in Risen 3, in Gothic, in keine Ahnung, sehr vielen Rollenspielen halt. Ach Gott, was ist los mit dem? Oh, macht der Schaden, oh oh. Muss mal ganz kurz hier die Bogenschützen töten. Au. Boah. Aber jetzt schon, ne? Mein Gott, Orktrupp wurde besiegt. Okay, die Kiste von Gandalf können wir nicht öffnen hier oben, ne? Wegen der Barrieren, das geht nicht. Ne. Okay, können wir uns inzwischen ein neues Artefakt kaufen? Wissen, Aufgaben, Artefakte. Weißer Reißzahn, den wollte ich doch kaufen. Hasenpfote 80, 50. Nicht entdeckt. Also bräuchten wir jetzt quasi Hasenpfote 80. Alles klar. Okay, gut. Das war der Ork-Außen-Trupp. Was? Das Ork-Außenlager, das Ork-Lager. Wie auch immer. Haben wir schon ein paar Mal leergeräumt. Diesmal mit Bossgegner. Alles klar. Na, war's das, oder? War's das? Karte? Karte, Karte? Karte? Ja. Ork-Plünderer. Bilbos Kettenhemd. Alles klar. Ich muss schon sagen, na, jetzt nochmal Hype, blablabla. Ich find's echt süß. Also ich find's wirklich schön. Ich meine, im Nachhinein ist es, ne, jetzt bitte kommt nicht mit Heugabeln an. Herr der Ringe 2 und 3, die mit den echten Filmszenen, sind da jetzt auch nicht die ultra brillanten Spiele. Es sind coole Spiele, die machen ultra viel Spaß, die haben super gute Atmosphäre, es ist voll cool gemacht, die Grafik war damals auch echt Hammer. Es ist eigentlich, ne, es gibt, vielleicht für die, die es nicht wissen, dieses Prinzip, dass so die Spielszene so in Film übergeht, die ist eigentlich geklaut, nämlich aus Star Wars Episode 3, dem PlayStation 2 exklusiven Spiel. Da war es auch schon. Egal. Das war ja jetzt vom Gameplay her auch nicht so ultra komplex. Da gab es ja auch im Nachhinein nur, ne, die Charaktere, ein paar Fähigkeiten und schlauchartige Levels. Ne? Die Ansprüche werden höher, wir leben in Zeiten von The Witcher, von einem grandiosen Elex, von einem grandiosen Gothic 1, 2, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt so viele Rollenspiele, die im Nachhinein so viele Features haben und sowas, aber jetzt so im Nachhinein hier in Herr der Ringe eintauchen zu können, in diesem anderen Stil, das ist doch total erfrischend. Ich finde es total angenehm, für 1 Euro, wie gesagt. Hast du es gefunden? Ich hätte aber auch 10 bezahlt, also bis 10 wäre okay gewesen. Mein altes Schwert, ich nannte es Stich. Die Klinge glüht blau, wenn Orks in der Nähe sind, musst du wissen. Da wir gerade von Orks sprechen, ich habe hier etwas für dich. Es ist nicht viel, aber es könnte hilfreich sein. Mein Mithril-Kettenhemd, ich wünschte, ich hätte es Frodo gegeben, bevor er das Auenland verließ. Ich glaube, es hätte auch gegen den Ringgeist in der Wetterspitze gute Dienste geleistet. Ja, es wäre eine gute Idee gewesen, Bilbo. Es ist leicht wie eine Feder, aber es kann einen Troll aufhalten. Moment, ich habe hier noch etwas. Ein Ding fehlt noch, das wertvoller ist als der ganze Rest. Frodo hat es, ich glaube, es ist drüben bei Elronds Haus auf der anderen Seite vom Bruchtal. Könntest du mit ihm reden und es mir wiederbringen?
Ui. Der meint den Ring, oder? Meint er den Ring? Orkplünderer, Bilbo Beutlin. Er will den Ring wieder haben, ne? Das ist aber übel. Habe ich euch jetzt gespoilert? Tut mir leid. Aber erstmal Orkplünderer. Bis wir zu Arwen gehen? Oh. Arwen. Bruchtal steht in deiner Schuld, Aragorn. Die Orks sind fürs Erste geschlagen. Aber Bruchtal ist nicht mehr so sicher, wie es einst war. Lange Zeit wachte mein Vater über das Zepter deiner Vorfahren. Du bist der Letzte in der Blutlinie Elendils. Und nun soll es in deinen Besitz übergehen. Irgendwie, wie soll ich das sagen? Das Spiel löst bei mir irgendwie Gänsehaut aus. Weiß nicht warum. Viele Jahre sind vergangen, seit wir uns das erste Mal trafen. Damals hattest du nicht die Sorgen, die dich jetzt bedrücken. Also wir haben gerade übelst viele Gegenstände bekommen. Also ich kann jedem nur empfehlen, macht alle Nebenaufgaben. Ach Gott, guck mal hier. Oh Gott, okay, Moment. Bilbo Schwert Stich. Leuchtet Bilbos Mithrilhemd. Leicht wie eine Feder. Elrons Tagebuch. Blablabla. Cool. Artefakte. Silberstab wurde von Aragorns Vorfahren getragen, den Königen des Nordens und den Häuptlingen der Dunedain. Als Symbol seines königlichen Erbes beflügelt er seine Freunde. 10% Schaden und Verteidigung für alle Gefährten im Nachhinein. Bann des Bestienfluchs. 10% mehr Schaden und Verteidigung gegen Bestien. Troll. Hier, Bann gegen alle Trollrassen. 10% mehr Schaden und Verteidigung gegen Trolle. Geil! Also, macht die Nebenaufgaben, weil die geben euch ordentliche Boosts. Boost with somebody. Boost. So, dann haben wir hier auf der anderen Seite des Flusses noch irgendwo unseren guten Frodo, der uns ja den Gegenstand für Bilbo aushändigen soll. Das Prollo-Haus ist bestimmt von Elrond, ne? Hier rechts oben, war klar. Ich würde gerne mit der Kamera hochgehen, das geht aber nicht. Ich habe ja keine Wii. Das ist schon doof irgendwie. Gandalf! Sei wachsam. Viele Spione dienen dem Feind. Vögel, Bestien. Und Mäuse. Wir haben sogar Glamdring nachgemacht. Es ist so süß einfach. Mann, Entschuldigung. Gehen wir mal durch. Wir haben echt versucht, Glamdring nachzubasteln. Das ist so süß. Wo ist denn jetzt Frodo? Hier? Nee, da. Frodo. Ich glaube, ich weiß, warum du hier bist. Keine Sorge, Bilbos Buch ist in Sicherheit. Hier, bring es ihm lieber zurück. Oh, das Buch. Frodo gab Streicher Bilbos Buch. Hin und wieder zurück, die Geschichte eines Hobbits. Oh. Bring das Buch zu Bilbo in Bruchtal zurück. Nö, wir machen jetzt die Haupthandlung weiter und geben sie ihm einfach nicht. Was im Spiel fehlt, ist eine Rolle irgendwie, oder? Das ist, glaube ich, extrem dynamisch machen. Hey, Bilbo! Bilbo! Du hast mein Buch gefunden. Ich hatte gedacht, ich könne es beenden, als ich nach Bruchtal kam, aber die Geschichte scheint noch nicht vorbei zu sein. Jetzt muss Frodo die Geschichte zu Ende bringen. Ich habe noch einen letzten Schatz aus meinen eigenen Abenteuern. Ein Geschenk von Thorin, dem großen Zwergenkönig. Tatsächlich muss ich euch zugeben, dass ich habe, wie gesagt, der Herr der Ringe und das der Hobbit-Buch im Zug gelesen, auf dem Rückweg von der Fachhochschule immer. Und als Thorin gestorben ist, das muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist mir ein Tränchen runtergelaufen. Weil die Szene im Buch einfach unglaublich heftig geschrieben ist. Und ach, jetzt kommen schon wieder fast die Tränen hoch. Also im Nachhinein, wenn man Der Hobbit liest, wächst einem Bilbo unglaublich ans Herz. Er ist tollpatschig, sympathisch, unwissend und süß und unerfahren und er ist faul und will eigentlich nur frühstücken und nichts machen. Es ist so. Und dann macht er halt einen Fehler.
Eigentlich nicht, aber eigentlich doch. Er macht etwas. Und zwar verrät er halt Thorin. Und klaut ihm den Arkenstein. Ist egal. Ne, vergesst es. Guckt mein Hobbit Let's Play, da seht ihr so ein bisschen. Egal. Und deshalb stirbt eigentlich Thorin. Und dann, ich spoilere euch jetzt das Buch. Lest das Buch! Lest es! Ja, und dann stirbt er halt. Und dann ist er im Sterbebett. Und im Film ist das ja so, keine Ahnung, auf dem Schlachtfeld irgendwie, dann, ne, 1-1 gegen Azog, diesen komischen Goblin, der kommt im Buch kaum vor. Und dann stirbt der und dann, nein, Thorin, bah, scheiße. Buch. Da wird Bilbo irgendwie bewusstlos geschlagen oder sowas und überlebt dann mit Glück. Kommt dann ins Feldlager und dann wird er ins Zelt geholt, wo Thorin im Sterben liegt, weil er tödlich getroffen wurde. Und dann reden die halt noch miteinander und dann gesteht Bilbo eben seine Schuld ein und dann verzeiht Thorin ihm noch im Sterben und sowas und das ist richtig schlimm. Das war echt krass. Es ist ein bisschen zu schwer für den jungen Frodo, aber ich bin mir sicher, dass es Gimli gefällt. Sein Vater reiste mit Thorin und mir. Du hast Thorins Schild gefunden. Gimlis Schildangriff wurde freigeschaltet. Geil! Wir müssen die Nebenaufgaben machen. Wie geil ist das denn? Wir bekommen sogar für... Cool! Ich habe über das Ende meines Buches nachgedacht. Und er lebte glücklich bis zum Ende seiner Tage. Das ist wieder ein Zitat aus dem Film, ne? Oder aus dem Buch. Ach, Mann. Ich hätte nie gedacht, dass ich Frodo wiedersehen würde, nachdem ich das Auenland verlassen hatte. Ich bin froh, dass du ihn hergebracht hast. Du wirst gut auf Frodo aufpassen, oder? Ich bin froh, dass du mein Mithril-Kettenhemd gefunden hast. Es war ein Geschenk Thorins, des Zwergenkönigs. Scheiße. In Herr der Ringe steckt einfach so viel. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Thorins Schild. Ach, jetzt haben wir die hier. Ach, hier bei den Waffen. Ein Geschenk an Bilbo Beutlin von Thorin Eichenschild. König unter dem Berg. Schaltet Gimlis Schildangriff frei. Gimlis Axt. Legolas trägt einen schlanken, aber kräftigen Bogen, der von seinem Volk in Düsterwald gefertigt wurde. Die Fackel. Dieses von den... Jetzt, guck mal, Schwert sieht einfach genau aus wie Aragorns Schwert. Das ist so geil. Oh Gott, die grobe Kleidung eines Waldläufers bietet nur geringen Schutz, passt aber optisch zu der Umgebung. Okay. Schild hat dir in vielen Schlachten, die du an der Seite von Waldläufern bestritten hast, treue Dienste geleistet. Ja, wird Zeit, dass wir mal einen anderen Schild bekommen, oder? Ist das süß, Mensch. Kann ich denn auch den Charakter irgendwie switchen? Geht das eigentlich, oder ist das wirklich nur, wenn ich mit dem anderen zusammenspiele? Ich weiß es nicht. Karte. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Und wir gehen jetzt einfach, ne? Und geben jetzt sozusagen die Haupthandlung ab, okay? Ich denke mal, wir haben alle Aufgaben gemacht. Und ich bin gespannt, was jetzt hier passieren wird. Nee. Das ist jetzt wieder die Frage, ne? Also, kurz für euch zur Erklärung. In der Herr der Ringe im Film bekommt Aragorn in Teil 3, die Rückkehr des Königs, von Elrond das Schwert ausgehändigt. Narsil, neu geschmiedet als Anduri, die Flamme des Westens, um die Sklaven aus Mordor zu befreien. Das steht auf der Klinge. Falsch. Im Buch wird die Klinge in Teil der Gefährten, also die Gefährten in Bruchtal, schon neu geschmiedet. So wie hier. Also wenn Aragorn jetzt das Schwert hier bekommt, ist das eigentlich so ein kleiner Breaker, wisst ihr? Dann vermischt sich jetzt eigentlich Spiel und Film. Spiel und Film. Buch und Film. Ne? Eigentlich finde ich das so auch viel cooler. Jetzt mal ohne Scheiß. Denkt ihr wirklich Elrond... Mit seiner schönen Haut bewegt sich freiwillig. Ich meine, okay, er hat gegen Sauron gekämpft, das ist aber schon ein paar Jahrhunderte her. Denkt ihr wirklich, der bewegt sich bis zur Kriegsfront von Rohan mit einem Pferd, mit einem Schwert, nur um dann zu Aragorn? Hätten die es auch jetzt geben können, oder? Es macht schon mehr Sinn, finde ich. Die fehlenden Abgesandten sind sicher angekommen, dank dir. Dennoch wird die Liste unserer Verbündeten immer kürzer. Die Völker der Menschen sind zersplittert und führungslos. Es gibt jemanden, der sie wieder einen und den Thron Gondors für sich beanspruchen könnte.
Du hast Anduril erhalten. Der Stärkebalken wurde freigeschaltet. Anduril, die Flamme des Westens, geschmiedet aus den Scherben Narsils. Lasse den Waldläufer hinter dir. Folge nun dem Weg deiner Bestimmung. Du bist der Letzte in der Blutlinie der Könige Gondors. Nimm das Schwert und sprich mit Boromir. Sichere dir seine Gefolgschaft. Es sieht einfach genauso aus wie im Film. Du musst dir Boromirs Gefolgschaft sichern, wenn du die Menschen von Gondor gegen Sauron vereinen willst. Boah, wie geil das aussieht, Mensch. Unser Treffen kam so unerwartet wie willkommen. Ich wusste nicht, dass du nach Bruchtal zurückgekehrt warst. Das ist aber so. Gimli? Das hier sind gute Berge mit tiefen Ursprüngen. Und dennoch hängen die Elben an ihren Hängen wie Ziegen. Gimli ist so geil. Boromir? Wo? Okay. Gut, Leute. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter und machen... Narsil schnitt den Ring von Saurons Hand. Er wird das Schwert von Elendil nicht vergessen haben. Sauron fürchtet dich, Aragorn. Er fürchtet das, was du werden könntest. Oh Mann. Das sollte er auch. Das sollte er auch. Okay, beim nächsten Mal werden wir die neuen Nebenaufgaben machen. Mein Gott, ich wollte schon fast sagen, das Gebiet ist zu schön und zu groß. Oh Gott. Zu schön und zu groß, als dass es hier keine Nebenaufgaben geben würde. Anduril, Elrond schmiedete Anduril aus den Scherben von Narsil, der Klinge, die einst den Ring von Saurons Hand schnitt. Aus Saurons Hand schlug. Das ist aber falsch. Das ist falsch. Waldläuferausrüstung. Wir haben hier auch einen Waldläuferbogen, Waldläuferschild, brennende Fackel, Legolasbogen. Elbenbogen, ach so. Legolas gab dir diesen gehärteten Elbenbogen, der deinen Pfeilen mehr Kraft und Reichweite gibt. Und gibt uns nicht so einen schicken Bogen. Gimli brachte seine treue Zwergenaxt mit zu Elronds Rat in Bruchtal. Elronds Rat, tatsächlich. Fehlt noch ein bisschen was. Entschuldigung. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen bei der Herr der Ringe. Die Abenteuer von Aragorn beim nächsten Mal. Gibt's mehr Nebenaufgaben? Ich drehe mich der Kamera hinterher, weil wir keine andere Option haben. Wie gesagt, ich kann die Kamera leider nicht lenken. Das ist so das einzig Störende an dem Spiel bis jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao! The Lord of the Rings, Aragorn's Quest. Coming to Wii and the PlayStation Move Motion Controller.